So, dann wollen wir mal loslegen. Herzlich willkommen zum heutigen Diskussionsabend hier bei Facebook und Twitter. Ich freue mich heute gemeinsam mit dem Fabian Kunze heute vom Handballclub Leipzig im Gespräch zu sein. Die meisten von den Zuschauerinnen und Zuschauern kennen das ja schon in Zeiten von Corona, wo man sich nicht selber live oder in Präsenz treffen kann, ist Videokonferenzen und über Videos sich unterhalten ein gangbarer Weg. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute gemeinsam über sportliche Aspekte ein Stück weit auch über den HC Leipzig sprechen können. Und Fabian, schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier dabei zu sein. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich will vielleicht kurz, wie ich das immer mache, zur Begrüßung einläuten oder einleiten. Ich bin insbesondere froh, dass, wenn wir über Sport sprechen, mal nicht über Fußball oder mit einem Fußballvertreter heute reden zu können, sondern seit Mitte, Anfang der 90er Jahre ist der Handballclub Leipzig, der ja viele Höhen und Tiefen durchwunden und überlebt und durchgemacht hat. Mein Lieblingsverein hat vielleicht damit zu tun, dass ich als Schüler mal selber Handball gespielt habe, aber insbesondere war der Handballclub Leipzig ja über viele, viele Jahre das sportliche Aushängeschild für Leipzig gewesen. Da waren wir im Fußball nicht, im Männerhandball nicht wirklich präsent, und die Mädels haben dort einen super tollen Job gemacht, mehrmals deutscher Meister gewesen, Pokalsieger, international vertreten gewesen. Und das hat über viele, viele Jahre eine Faszination im Leipziger Sport für mich bedeutet. Und auch, weil ich sagte, Höhen und Tiefen, das ist ja das, wenn man mit einem Verein irgendwie verbunden ist, gehört ja auch dazu, wenn es vielleicht mal nicht ganz so gut läuft durch den Zwangsabstieg, den ja der Verein durchmachen musste, trotzdem bei der Stange zu bleiben, immer versuchen, es lässt meine Zeit leider nicht immer zu, aber zumindest bei den Heimspielen präsent zu sein und vielleicht auch, wenn es klappt, bei dem einen oder anderen Auswärtsspiel soweit. Und ich glaube, insbesondere wenn wir jetzt den Handballclub Leipzig uns jetzt gleich ein bisschen vertiefender anschauen, insbesondere was ihr auch im Nachwuchsbereich für die jungen Mädels macht. Hatte selbst eine Schülerin, war ja vor meiner Bundestagstätigkeit als Lehrer tätig, bin jetzt nur beurlaubt, die bei euch im Jugendbereich gespielt hat, und was dort geleistet wird an Engagement, an sportlichem, aber auch an sozialem Engagement, das ist aller Ehren wert. Und Fabian, vielleicht sagst du kurz was. Ich habe ja gehört, dass du in wenigen Tagen offiziell Cheftrainer der ersten Mannschaft dann bist. Vielleicht kurz was zu dir und dann so ein paar Sätze zum HCL, und dann würde ich schon die ersten Fragen Dann loswerden geht's wollen. los. Okay. Also ich bin der Fabian Kunze, 29 Jahre jung, bin schon immer beim Handball aktiv, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, im Master Verfahrenstechnik. Deshalb bin ich vor 6 Jahren nach Leipzig gekommen, habe dann mal über die D-Jugend den Weg hergefunden als Trainer, und jetzt ist es soweit, dass man also Jakob als Cheftrainer ausscheiden muss. Er kann das mit seiner Doppelfunktion nicht mehr so bewerkstelligen als Landestrainer. Habe mich beworben, war bis jetzt die letzten Jahre Nachwuchskoordinator und habe das Junior-Team trainiert, sowie die A-Jugend-Bundesliga, und bin jetzt quasi Cheftrainer. Und in der Geschäftsstelle arbeite ich auch schon seit der Insolvenz. Vorher ein bisschen und seit der Insolvenz quasi fast alleine mit dem ehemaligen Präsidenten zusammen. Da gab es ja auch einen Wechsel innerhalb der letzten oder jetzt zu Ende gegangenen Saison, was die Präsidentschaft betrifft. Und Im Dezember, genau. genau, insbesondere der Übergang, also was auch der vormalige Präsident geleistet hat, gerade in der Insolvenzzeit auch für diesen Verein, kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Und auch, dass Herr Konrad, der jetzt neuer Präsident ist, gesagt hat, okay, ich trete in diese großen Fußstapfen, das ist schon Wahnsinn eigentlich. Da geht es uns Ja. ähnlich, ja. Ja, man kriegt es als Fan ja nur so ein bisschen mit, aber es ist schon Gänsehautgefühl, wenn so die Übergabe dann in der Halle von dem einen Präsidenten, den man schon viele Jahre kennt, auch als er noch nicht Präsident war, und dann zum neuen, das war schon ein Gänsehautgefühl in der Halle. Doch das, was man jetzt, glaube ich, nicht nur ich vermisse, sondern ganz viele Fans. Ich würde jetzt gleich mal, Fabian, so zur Ja. ersten Frage. Wir haben ja, sind ja im Augenblick so im Kontext von Corona. Pandemiesituation, was hat sich denn insbesondere seit den letzten 3 Monaten, das ist ja jetzt schon eine Ewigkeit her, im Alltag beim HCL verändert? Für dich als Trainer, für euch als Ja. Mannschaft? Also es normalisiert sich ja wieder langsam.
Aber das größte Manko war eigentlich, dass so dieser Schwerpunkt von eigentlich immer ein Sportverein, das ist alles nur ins Finanzielle gerutscht. Also von Anfang an war es das Thema, wo können wir jetzt Geld sparen? Wie können wir unsere Rechnungen bezahlen? Wo kommt gegebenenfalls noch Geld her? Und das Training, also das, der Sport, was ja unsere Aufgabe ist, rutscht immer weiter in den Hintergrund. Das war ziemlich ärgerlich. Der Kontakt zu den Spielern, zu den Fans, zu den Übungsleitern ist quasi komplett abhanden gekommen, außer man hat über Social Media mal noch Kontakt, wo wir jetzt auch ein bisschen aktiver geworden sind. Das ist ja wie bei euch, wenn ihr jetzt das über Videokonferenzen machen müsst, haben wir dann eben auch mehr auf Instagram, alle unsere Mädels mussten ein Interview machen und das quasi veröffentlichen, dass man da wieder den Fans was bieten kann und dass man eben auch den Sponsoren zeigt, was auch wir sind noch da. Wenn man sich die Videos der Mädels anguckt bei Instagram, hatte ich nicht den Eindruck, müssen, okay, aber die hatten da auch echt irgendwie ein Stück Spaß bei, hatte ich so den Eindruck beim Anschauen. Ja, na die, die müssen, fehlen noch. Achso, okay. Genau, und es war, also wie gesagt, hauptsächlich ging es jetzt auch immer um Anträge, na, um irgendwo können wir noch was sparen, wer verzichtet bitte um sein Geld, ich musste die Busse abmelden, wir haben 3 Fahrzeuge, die haben wir eben abgemeldet, um da wenigstens noch ein bisschen Geld zu sparen, die Leasing will trotzdem mehr Geld, aber wenigstens die Versicherung zu sparen. Das ging eigentlich nur noch ums Geld, 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 Geld. Wir haben eine Sekretärin, die so 10 Stunden der Woche macht, die hat sofort unbezahlten Urlaub genommen, sofort, hat gesagt, mache ich gerne für euch. Ja. Also das ging quasi nur noch darum. Jetzt wird es langsam wieder besser. Ja, also zumindest, es wird ja wieder trainiert, habe ich zumindest auf euren Social-Media-Kanälen gesehen. Ja. Und hoffentlich bald auch wieder dann Regelbetrieb. Aber das kommen wir vielleicht noch dazu. Mich würde mal interessieren, insbesondere, das betrifft, ihr seid ja ein relativ großer und auch bekannter Verein, wie insbesondere die Kommunikation jetzt während der Pandemiephase mit seitens der Stadt Leipzig, die ja insbesondere so für Hallen etc. zuständig ist, aber auch wie die Kommunikation mit den Liga-Vereinen gelaufen ist. Also mit der Stadt gab es ab und zu mal eine E-Mail, aber das war eher weniger, so wo jetzt der Kontakt, wo es da Kontakte gab. Also es hat sich keiner vorgestellt oder es gab mal Anrufe oder irgendwas, das war sehr wenig. Es gab eine Konferenz, der Herr Rosenthal hat so die großen Vereine eingeladen, wo es so eine Satzung, also da gab es so eine Sitzung, eine Stunde ungefähr war der Präsident, wo es darum ging, pass auf, wie können wir euch helfen, hauptsächlich natürlich auch finanziell. Und wir haben natürlich die Hallen abgesagt, dass wir da als Erwachsene die Hallen nicht bezahlen müssen. Das war so über die Stadt, das war recht wenig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie eben da sehr viel zu tun haben und die müssen eben jeden Verein ihre E-Mails schreiben, natürlich, was auf die Halle ist gesperrt und dem war so. Mit dem Verband war es ein bisschen umfangreicher. Also wir wurden von Anfang an über den DHB und über die HBF per E-Mails kontaktiert, immer wieder, jede Woche, Empfehlungen, wie man trainieren sollte. Da könnt ihr Kurzarbeitergeld beantragen, ganz viel. Und mit der HBF, also dem höchsten Fachverband, haben wir Telefonkonferenzen gemacht. Alle 2 Wochen, glaube ich, wo es so darum um die Planung ging und immer wieder up-to-date zu sein. Genau. Bei den Fußballvereinen hat man ja gehört, als es um die Diskussion ging, die Saison abzubrechen, zu beenden, fortzusetzen, dass es da auch Absprachen mit den Vereinen gegeben hat. Wart ihr in der Entscheidungsfindung beteiligt? Wir nicht, nein. Aber das waren sich trotzdem alle Frauenvereine, waren sich dort schlüssig, dass man sagen, es ergibt keinen Sinn, Geisterspiele hier zu spielen. Auf der einen Seite war ja das auch noch verboten. Wir dürfen jetzt noch nicht mal mit Kontakt trainieren. Aber das hätte keinen Mehrwert gehabt, da sind die Kosten viel zu groß beim Frauenhandball. Ja, okay. Na, das hätte wurde so für alle beschlossen. Du hattest ja angesprochen, ihr habt ja nur wenige Mitarbeitende. In welcher Rolle waren die dann? Also sind die alle in Kurzarbeit geschickt worden oder haben ehrenamtlich weitergearbeitet oder wie habt ihr euch da entschieden? Na, wir haben gehofft, dass es Kurzarbeitergeld gibt, aber da die meisten auf Minijob-Basis sind, gibt es da keine Unterstützung. Mhm. Sodass wir, also die Sekretärin, wie gesagt, unbezahlten Urlaub freiwillig. Ich habe auf einen Teil verzichtet, also einfach bloß so freiwillig quasi. Aber ich habe auch wirklich jeden Tag gearbeitet. Das war so der einzige Tag, arbeiten musste. Die Spielerinnen, auch mit Minijob-Verträgen, haben auch auf Teile verzichtet. Und unsere Übungsleiter haben auch komplett auf ihr Geld verzichtet. Im Endeffekt hatten sie ja auch wirklich kein Training, deshalb ist das ja auch in Ordnung, ne? Kein Aufwand, damit auch keine Übungsentschädigung und viel mehr, also mehr Angestellte sind wir auch nicht. Also unser Ehrenamt, also unser Präsidium, das ist ja im Verein so, das sind alles Ehrenamtler und die haben quasi weiterhin das sehr vorbildlich auch gemacht.
Alles aber eben über Telefon. Ja, na klar. Naja, das ist ja gerade, du hast ja die Spielerin angesprochen, ist ja eine sehr, sehr, sehr sportlich junge Mannschaft, wenn man sich so das Alter der Spielerin anschaut. Wie sind die denn mit der Situation umgegangen? Meine, finanziell gesehen, logischerweise, die Einschnitte hat sie schon gemacht, aber auch eben nicht mit den Spielerinnen und Spielern trainieren zu können, Kontakt zu halten nur über Telefon und Video, beziehungsweise wie konnten die dann trainieren oder was waren da die Empfehlungen? Haben die dann einzeln zu Hause oder? Wir haben am Anfang, als es noch gar nicht so schlüssig war, wie es jetzt weitergeht, da hat jeder individuelle Laufpläne gekriegt, Lauf- und Kraftpläne, also wirklich von der C-Jugend an quasi bis nach oben, weil da hatten wir immer noch die Hoffnung, also zum Beispiel kurzer Ausflug, wir hatten in der B-Jugend auch die Chance, Deutsche Meisterschaft zu spielen, wir hatten noch die Schülerweltmeisterschaft, was quasi alles ausfällt, und da hatten wir noch Hoffnung. Deshalb haben die sich erstmal ordentlich fit gehalten, erste Mannschaft genauso. Und als dann hieß, das ist abgebrochen, dann haben wir die neue Saison schon vorbereitet. Und dann hieß das für die ganz Großen erstmal wirklich Urlaub, dann hatten die 2-3 Wochen wirklich gar nichts. Und dann ist es seit dem 1.6., aber eigentlich schon die ganze Zeit individuell, aber jetzt seit dem 1.6. da nehmen wir eben auch wieder geführt im Athletikbereich. Und vorher war es alles, die kriegen, also wir haben einen super Athletiktrainer, Robert Leibiger, der quasi für jede Spielerin individuell die es in die Gruppe gestellt hat. Und dann weisen die das mit Runtastic, diese App zum Laufen. Mhm. Mit der App mussten sie nachweisen, konnten das aber, wie es in den Videos auch zu sehen war, viele in ihrer Heimat einfach dann selbstständig machen. Okay, und die Daten, die dann aufgezeichnet wurden, hat man dann dem... Das kriegen wir automatisch. Wir sind da in so einer gemeinsamen Gruppe und dann sieht man, ob dieses Laufprogramm absolviert wurde. Die meisten machen das wirklich sehr vorbildlich. Cool, das ist ja... spannend. Die erste Frage kommt jetzt rein von den in den Kommentaren und da fragt der Oliver, ob ihr findet ihr es berechtigt, gerechtfertigt, dass andere Sportarten während der Krise anders behandelt wurden als der Handball? Kann ja nur Fußball meinen, wahrscheinlich. Ich glaube ja, er wird Fußball meinen. Okay, weil sonst war ja nichts. Also das war auch bei uns so ein kleines Streitthema. Ich persönlich. Natürlich ist es, wenn man den normalen Grundsatz, jeder Mensch ist gleich und Sportarten und alles ist wichtig für den Sport, dann ist es Unfug. Aber ich denke, die allermeisten Deutschen generell auf der Welt freuen sich, wenn irgendwo wenigstens Sport stattfindet. Und deshalb kann ich es auch nachvollziehen. Natürlich, ich bin der Meinung, da geht es mehr ums Geld als um Sport bei der Fußball-Bundesliga. Aber mich persönlich hat es nie gestört. Das ist in Ordnung. Im Endeffekt können wir auch sagen, die haben das getestet. Und wenn es dort funktioniert, dann funktioniert es auch beim Handball bald wieder. So sehe ich das. Hoffen wir mal. Letzter Punkt, was so die Auswirkungen betrifft, die Fanarbeit. Ich meine, das ist ja, HCL ist ja ein Verein, gerade die erste Mannschaft, aber auch bei den Jugendmannschaften, die immer hohe, gerade bei den Heimspielen, hohe Zuschauerzahlen haben. Wie seid ihr mit euren Fans umgegangen, beziehungsweise wie haben die euch gegebenenfalls unterstützt oder zur Stange gehalten? Wir haben glücklicherweise fantastische Fans, hatten wir auch nach der Insolvenz gesehen. Selbst jetzt, wenn ich in der Jugend trainiert habe, waren auch immer welche da. Es gibt viele, die kommen zu jedem Spiel, das ist bombastisch. Also wir konnten wiederum froh sein, weil wir auch so eine Spendenaktion gemacht haben mit diesen quasi imaginären Tickets für dieses Corona-Spiel. Da haben sich sehr, sehr viele Fans beteiligt, das heißt, sie unterstützen uns finanziell. Dann gab es auch 2, 3, die eine E-Mail schreiben, pass auf, Fabian, die meisten kennen wir persönlich, dass sie sagen, hier, ich würde euch gerne helfen, was können wir machen? Und dann freuen sich einfach viele darüber, zum Beispiel über die Videos, die Mädels reingestellt haben, die dann auch sagen, oh, ich hätte die gerne auf CD, ich würde mir das gerne kaufen. Die haben sich wirklich darüber sehr gefreut, dass wir versuchen, mit denen in Kontakt zu bleiben. Wir hatten auch, die Mädels hatten selber die Idee, dass man anbietet, wir helfen beim Einkaufen. Das haben, ich glaube, nur 2 Leute wirklich angenommen, aber prinzipiell kam es gut an, dennoch so. Also ich hab viel darüber gehört, also über das so toll und so die Mädels haben das 2 wirklich... Aber ich glaube, den Fans war das wichtig und die sind uns so wichtig, dass wir gesagt haben, wir müssen den Fans hier irgendwie ein Feedback geben. Ja. Coole Sache. Es gibt ja so Hilfspakete von Bund und Land für Sportvereine. Sind die für euch hilfreich gewesen oder eher nicht so ganz? Die waren für uns leider nicht hilfreich. Also wir haben das natürlich überall versucht, in Anführungsstrichen. Wir haben erstmal also natürlich Anträge gestellt, weil uns enorm viel Geld trotzdem verloren geht. Aber dadurch, dass wir im Endeffekt zu gut gewirtschaftet haben, das war so ein bisschen unser Manko, haben wir jetzt nirgendwo irgendwie einen Euro bekommen. Also wir sind eben nicht nah an der Insolvenz. Das war immer, die Zahlungsunfähigkeit ist Bedingung bei den ganzen Förderungen und damit haben wir kein Geld gekriegt irgendwo. Weil wir im Endeffekt zu gut gewirtschaftet haben. Ja, das ist jetzt eben so. Hier schreibt noch der Olli die nächste Frage von einem Kollegen, warum, wenn außerhalb von Corona, warum es bei Heimspielen immer so laut ist bei euch?
habe ich so nicht. Also ich empfinde die Stimmung immer als sehr schön, ja, es ist laut, aber... Meint er laut negativ? Nee, ich glaube, er meint tatsächlich, die Lautstärke geht, insbesondere wenn Kinder mit dabei sind, dass denen das dann zu laut ist. Dann ist meine Empfehlung, wegsetzen von den Supportern hinten. Weiter vorsetzen, in die Mitte setzen, da ist nicht so laut. Aber das, also Handball lebt wirklich auch von Lautstärke. Ich persönlich mag das als Trainer teilweise sehr, dann manchmal ärgert es mich, wenn ich reinschreie und die nichts hören, aber das pusht einfach enorm. Und dadurch, dass es ein Hallensportort ist, ist es auch schnell laut. Es gibt Hallen, das sind Vuvuzelas verboten, das ist bei uns genauso, da wäre es noch viel schlimmer. Aber solange das über Fangeräusche, über Klatschen, über die Trommeln geht, finde ich, ist das eine coole Sache. Der Hallensprecher kann manchmal ein bisschen leiser sein, das haben wir ihm schon mal gesagt. Aber die Tonanlage, er schiebt nach, also die Tonanlage meint er. Genau, ja, das ist ein Punkt, wo wir dran arbeiten. Da sind wir noch nicht professionell genug. Okay, also... Oliver wird dran gearbeitet und bei den nächsten Heimspielen, wenn es dann wieder möglich ist, einfach mal vorbeikommen. Und ich glaube, man kann auch mit dem Hallensprecher dann, wenn man cool genug ist, einfach mal hingehen in der Halbzeit und sagen, hier, vielleicht können wir es doch ein bisschen. Das ist sinnvoller, als hinterher sich zu ärgern und zu sagen, gehe ich nicht wieder hin. Ja. Frage so allgemein, die derzeitige Situation, wie ist für die sportlichen Auswirkungen, insbesondere für den Leistungssport, was jetzt durch die Corona-Krise bedingt ist. Also hat es Auswirkungen dann auch Richtung Fitness oder sportliche Aktivitäten, insbesondere jetzt mit Blick auf die erste Mannschaft? Also wissen können wir es nicht, ne? Aber ich gehe davon aus, dass die Qualität ein bisschen schlechter wird. Das ist einfach dadurch, dass natürlich 12 Wochen nicht trainiert wurde und jeder Sportler braucht sein Training, jeder wird besser und jetzt ist es stagniert. Und da bringt auch kein Athletiktraining in der Welt, bringt so diesen wirklichen Handball. Diesen Handballcharakter kann man nicht trainieren, wenn man bloß Athletik macht. Also ich glaube, da wird die Qualität ein bisschen schlechter. Ich glaube, dadurch, dass das Geld fehlt und andere Vereine, wir nicht, aber andere Vereine investieren ja auch viel in ausländische Spielerinnen und einfach so Top-Spieler, wo man Geld investiert, die können das jetzt auch nicht mehr machen. Mhm. Deshalb wird da die Qualität ein bisschen schlechter. Und ich bin der Meinung, oder das war auch so eine große Diskussion mit dem DHB, dass die Verletzungswahrscheinlichkeiten gerade steigen durch diese lange Pause, sodass wir jetzt auch schon eine vorgelagerte Vorbereitung extra noch machen bei uns. Also macht jeder im Leistungssport hoffentlich. Quasi, dass man schon eher wieder mit Handball anfängt, dass man eher den Körper wieder daran gewöhnt. Man braucht also mehr Belastung jetzt schon, dass man diese lange Pause ausgleichen kann, weil sonst die Verletzungen wahrscheinlich mehr werden. Wie ist denn da die Rückkopplung der Spielerin euch gegenüber oder die jetzt als so Cheftrainer ins B oder ja schon? Ja, das läuft schon. Wie ist da die Rückkopplung von den Mädels? Die haben sich wirklich enorm gefreut, dass es überhaupt wieder losgeht. Also, ja, die waren am Anfang, gerade die Jugendlichen, die ich noch hatte, waren sehr, sehr traurig, dass es ausfiel, wegen der Meisterschaften zum Beispiel. Mhm. Und es ist jetzt immer noch, ich hatte gerade noch Training mit der zweiten. Die sind da auch noch ein bisschen demotiviert, weil du weißt gerade gar nicht, auf welches Ziel du überhaupt gerade hintrainierst. Man weiß ja keiner, wie es weitergeht. Aber die Bundesliga, das sieht recht gut aus und die sind wirklich unglaublich motiviert. Und die freuen sich. Letzte Woche Freitag war so das erste Mal in der Halle, heute war das erste Mal Ball. Die sind unglaublich engagiert, wirklich motiviert. Die haben das, also 95% haben sich sehr fit gehalten, 5% haben so ein bisschen Alibi-Fit halten gemacht. Das werden sie jetzt noch merken. Aber nein, das haben die gut verkraftet und dass es jetzt eher losgeht. Manche haben sogar ein schlechtes Gewissen, weil sie Urlaub geplant hatten. Da habe ich gesagt, das ist ganz in Ordnung. Wenn ihr Urlaub geplant hattet, dann macht es 2 Wochen, haltet euch dort fit. Das steht auch jedem Menschen zu. Wir sind ja auch keine Profis. Aber das merkt man auch daran, dadurch, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nur mal eine Woche nochmal weg sind, sind die wirklich gut drauf und die haben Bock. Und manche kommen jetzt sogar eher aus dem Urlaub wieder, um wieder mitzutrainieren. Das sieht gut aus. Gibt es denn schon Aussagen irgendwie, wie es jetzt weitergehen soll seitens der Liga oder der Verantwortlichen? In der letzten HBF-Sitzung, was jetzt immer die Telefonkonferenz ist, hieß es, wir sollen am 6.9. festhalten. Ist erster Spieltag, zweite Bundesliga und erste Bundesliga, da spielen wir gegen Zwickau Heimspiel, wenn es denn so stattfindet. Dann gab es diese wir haben quasi abgemacht, dass auch zur Not im September wir noch mit Geisterspielen spielen würden, damit überhaupt wieder quasi das stattfinden kann, Spiele. Insofern im September das noch verboten ist, ist der Plan jetzt so, dass im ganzen Dezember und Ende November quasi frei ist, dann könnte man die ersten Spiele dorthin schieben, dass wir erst im Oktober anfangen. Da hat wirklich die HBF extra noch 6 Wochen frei geplant, dass man die Spiele einfach schieben könnte.
Aber wir sollen am 6.9. festhalten. Und da ist jetzt auch unsere Vorbereitung auf ausgerichtet. Da sind wir fit. Und dann gucken wir, was losgeht. Klingt ja gar nicht mehr so weit weg, aber das ist... Ne? Ja. Ich habe noch hier eine Frage reinbekommen, und zwar insbesondere der HC Leipzig ist ja tatsächlich eine starke auch Leistungssportmannschaft, und darüber hinaus aber auch in der Nachwuchsarbeit, hatten wir anfangs ja schon drüber gesprochen, stark aufgestellt und gut vernetzt. Mit welchen Auswirkungen rechnest du denn insbesondere mit Blick auf Breitensport, Kinder und Jugendliche bei vielen Sponsorengeldern? Welche Gefahr droht da? Also ich glaube, im Breitensport haben Sponsoren sind gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Da gibt es ja auch eine Förderung von der Stadt, und meistens sind es die Mitgliedsbeiträge, die das tragen. Also erstmal brauchen wir, oder wir investieren ja auch Geld, und wir investieren auch sehr viel Zeit und Übungsleiter, dass wir eine breite Basis haben unten. Ich finde das enorm wichtig, oder wir finden das wichtig, dass ein gemeinter Handballsport einfach aktuell ist und dass man den jeden anbieten kann. Ne? Jeder, der Handball spielt, ist erstmal nie auf der Straße, das ist immer leicht gesagt. Aber es gibt so viele Fußballer und andere Hobbys, dass es eigentlich auch eine gute Sache ist, wenn man generell Handball spielt. Dazu brauchen wir auch egoistischerweise eine breite Basis, weil dann in 100 Sportlern auch ein Talent mehr drin ist, als wenn ich bloß 10 hätte. Also natürlich ist es für uns auch so, und generell bringt mehr Breite auch immer mehr Quanten, mehr Qualität irgendwann. Ich glaube, dass es jetzt ohne Wettkämpfe und ohne geregelten Trainingsbetrieb sehr schwierig wird, gerade für die Breitensportvereine, weil dann eben schon sich andere auch Hobbys suchen. Also die suchen sich andere Hobbys jetzt, die haben jetzt 3 Monate eben keinen Handball gehabt und vielleicht noch länger. Und dann haben sie eben gemerkt, dass Zocken beispielsweise, ne, am Computer auch Spaß macht oder irgendwelche anderen Hobbys. Ich glaube, das war jetzt auch bei uns zu merken, also 3 Mädels bei uns haben jetzt quasi aufgehört nach der Corona-Zeit, die sagen, ich habe keine Lust mehr, waren aber junge, ne, junge Mädels aus dem Breitensportbereich, die sagen, ja, irgendwie habe ich jetzt gemerkt, ich vermisse den Handball gar nicht so sehr. Das gehört immer dazu, und ich glaube, solange keine geregelten Spiele stattfinden und kein geregeltes Training, wird es für den Handball sehr, sehr schwer. Gut wäre es, wenn wieder Spiele stattfinden, wenn einfach auch Handball wieder in den Medien kommt, dass dann einfach alle wieder sehen, es geht los, wenn wieder ein geregeltes Training stattfinden kann, wenn man weiß, aha, dafür sind Spiele, dann glaube ich, wird es wieder gut. Ja, ist ja das, was Handball ja ausmacht, dieses Trainieren, dieses als Mannschaft zusammen sein und auf Gegnerinnen treffen und sich auch zu messen, das ist ja... Wir hatten ja auch gemerkt, wenn ich so ein Stück zurückblicke, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften im Handball haben ja dann immer in den Jahren auch dazu geführt, dass man gesagt hat, oh, cool ist ja auch was, wo dann auch die Zahlen in den Vereinen hochgegangen sind. Richtig, gerade nach den Europameisterschaften, die Männer zum Beispiel, da ging es nochmal los. Das ist ja gut so. Deswegen ist ja auch, wenn man es mal im eigenen Land hat, das noch umso besser. Ja. Auch als Aushängeschild. Ihr habt ja nicht nur, dass ihr sportlich im Nachwuchsbereich eine Verantwortung habt und die Kids und Jugendlichen fit zu halten, ihr habt ja auch in gewisser Weise eine soziale Integrationswirkung, weil über Sport wird ja viel Integrationsarbeit gemacht. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Also gerade im Kinder- und Jugendbereich, also alles, was so bis zur D-Jugend geht, haben wir auch so GTA-Angebote. Und wir haben auch mal, ich glaube, 3-mal so einen HBF-Tag gemacht, so einen Handballtag, wo eben Schulen kommen, wo man dann auch denjenigen sagt, pass auf, es wäre schön, wenn du nochmal kommst. Ne? Und das hat immer recht gut funktioniert. Also manche haben einfach Lust, manche haben keine Lust. Insofern es kein Training stattfindet, ist es schwierig. Dazu kann ich mir gut vorstellen, das sind ja dann doch manchmal auch Familien, wo die einfach durch Kurzarbeitergeld, durch Corona... Dein Umblättern war gerade laut. Das sind häufig auch Familien, die quasi auf das Geld angewiesen sind, und eine Mitgliedschaft kostet eben schon ein bisschen Geld. Und da muss man jetzt gucken, ob die das gefördert bekommen vom AJUFABI beispielsweise. Weil ich glaube, gerade die Familien sehr betroffen sind, auch eben durch die Corona-Auswirkungen. Aber wir haben damit gar nichts, also wir freuen uns weiterhin, wenn jeder kommt. Und ich denke, dass es auch weiterhin glücken kann, wenn das alles wieder läuft ab September. Dann werden wir weiterhin versuchen, jegliche Spieler in dem Alter zu uns zu holen. Du hast jetzt AJUFABI jetzt angesprochen, Bildung und Teilhabe ist das ja die Förderung für Kinder und Jugendliche. Habt ihr da im Verein jemanden, der sich da beratend so um die Eltern auch ein Stück weit kümmert oder vielleicht auch in Kontakt zum Amt, oder wie läuft denn das? Oder müssen die Eltern da selbst alles regeln? Ehrlich gesagt haben wir da niemanden. Also ich bin damals in den Job reingekommen, da gab es 2 Mädels, die das so gemacht haben. Dadurch kenne ich das überhaupt erst.
Und jetzt habe ich mit einer Spielerin mal drüber gesprochen, weil ich wusste, wie es zu Hause aussieht. Aber ich kenne jetzt nicht alle Spielerinnen, alle Eltern so ganz genau, sodass die sich eigentlich bei uns selber kümmern. Aber das ist auch ein guter Punkt. Wahrscheinlich müssen wir das in den Elternabenden nochmal speziell mit ansprechen, dass man sagt, pass auf, da gibt es die Möglichkeit, dass das, es wurde auch gesteigert, glaube ich, ne, vom AJU-Fabi. Ja, es ist ein bisschen mehr geworden. Richtig. Und Handball ist ja, was so die Kosten und Ausstellungskosten betrifft, hatte meine Schülerin, die hat Hockey gespielt. Also wenn man Hockey und Handball vergleicht, ist da nochmal eine Welt dazwischen, was okay. die Kosten betrifft. Und ich glaube auch das, was du gesagt hast, diese GTA-Angebote, also die in die Schulen reinzugehen, sodass die Schüler dafür zu begeistern, Handball ist was Schönes, ist ein toller Sport oder so, das ist schon ein richtig guter Weg. Wir müssen dann trotzdem noch mehr machen. Also gerade DFK ist Männerhandball, geht da noch viel mehr voran. Die haben aber auch bessere Bedingungen, ganz einfach. Aber da haben wir auch erst gestern wieder drüber gesprochen, wir müssen da noch aktiver werden. Ja, unbedingt. Naja, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass der Frauensport, in egal jetzt welcher Stadt oder welche Sportart man nimmt, tatsächlich ja immer ein Stück weit hinten anstehen muss im Vergleich zum Männersport. Das ist eigentlich traurig. Und ich hatte ja anfangs gesagt, wenn man mal so die letzten 20 Jahre Sportgeschichte in Leipzig Revue passieren lässt, wird man feststellen, dass es ohne den Handballclub Leipzig mit all seinen Erfolgen und Hochphasen die Sportstadt Leipzig nach außen kaum noch repräsentiert geworden wäre oder geworden ist. Von daher. Es war eine Zeit lang so, ja. Ist es halt schade, nachdem dann eben auch die Männer, denen ich das, was ja total gut ist, auch für die Stadt, dann in die erste Liga aufgestiegen sind, dann kam der Fußball und dann hatte man ja auch so den Eindruck, dass so verschiedene Sponsoren abgetrennt wurden oder sich umentschieden haben oder zumindest in der Höhe des Sponsorings sich zurückgenommen haben. Ich hätte noch jetzt mal so schon ein bisschen, wir hatten ja 6.9. ist jetzt, du hattest gesagt, potenziell Neustart der neuen Saison. Hm. Wie sieht es denn mit den Vereinen aus? Sportliche Planung für die neue Saison? Na, also für unsere erste Mannschaft läuft jetzt schon die komplette Vorbereitung gerade. Dass wir sportlich auf dem richtigen Weg sind. Finanziell, wir haben unseren Sponsoren die Möglichkeit gegeben, dass sie sich bis Ende Juni entscheiden, ob sie jetzt verlängern möchten oder nicht, quasi ihre Verträge. Unser Präsidium ist dran, neue Sponsoren zu finden. Das ist gerade so schwer. Also gerade kenne ich niemanden, der sagt, pass auf, ich habe eigentlich Geld über, hier nimm mal was. Dass das noch ein bisschen in der Schwebe steht, weil die Mädels verzichten gerade noch. Wir müssen gucken, jetzt die Verträge, die neuen Verträge laufen ab Juli, inwiefern wir die jetzt voll bezahlen können. Weil gerade eben auch kein Geld reinkommt. Ne? Wir sind jetzt 12 Wochen, 13, 14 Wochen ohne Heimspiele. Jedes Heimspiel bringt da auch nochmal Geld. Die Sponsoren haben Werbung aufgehangen, wofür die Geld kriegen. Aber wenn kein Spiel, dann eigentlich auch keine Sponsorleistung, außer sie machen es auf Gutmütigkeit. Dass wir finanziell schon noch auf der Suche sind. Aber sportlich habe ich mich oder haben wir uns darum gekümmert, dass also die Spielerinnen sind an Bord. Wir haben im Nachwuchs ausreichend Übungsleiter. Wir haben dort volle Mannschaften. Das sieht eigentlich recht gut aus. Sodass wir am 6.9. hoffentlich anfangen können. Dann kommen alle Zuschauer in die Halle. Wenn nicht, dann versuchen wir das über Videostreaming zur Verfügung zu stellen, dass quasi die Spiele dort so verfolgt werden können. Gibt auch die Überlegung, dass man vielleicht so ein Online-Ticket kaufen muss, um sich das anzugucken. Wie genau das dann technisch wird, werden wir sehen. Ja, die Fernseheinnahmen, die das beim Fußballvergleich war, gibt es ja leider. Gibt es gar nicht. Wir bezahlen, nicht. Du musst als Frauenverein Geld bezahlen, dass die kommen überhaupt. Na, dass es gestreamt wird. Das ist halt ganz anders als beim Fußball beispielsweise. Das ist schon krass. Sportliche Ziele für die neue Saison? Als ich unterschrieben habe, hieß es im Klassenerhalt und junge Spieler entwickeln. Also ich denke, für die jungen Spieler bin ich halt auch da. Die kenne ich quasi alle noch aus meiner eigenen Hand mit. Das ist die Aufgabe und wir wollen möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Ich habe mit den Mädels, wir haben uns mit allen schon unterhalten, als es jetzt wieder ging, so zu zweit spazieren. Manche sagen dort Mittelfeld, andere sagen kein Abstieg, einstelliger Tabellenplatz. Ich denke, das ist so ein gutes Ziel. Weiß es selber nicht, es wird aufregend. Na, es wird jetzt einfach für jeden auch aufregend, inwiefern die Saison startet und ob wir die Siege holen, aber Klassenerhalt am besten, 5 Plätze weg vom Klassenerhalt wäre super so.
Gut, Saisonziel, besser geht ja dann immer, aber da muss man schauen. Das war ja, wenn man lange Zeit, als er in der dritten Liga gespielt hat, das Bundesleistungszentrum gefährdet. Die Gefahr besteht in der zweiten Liga aber nicht, oder? Nein, wir mussten quasi aufsteigen innerhalb von 2 Jahren. Na, Und ganz das schön haben wir ja mit Glück. dem Aufstieg dann geschafft. Genau, Genau, das sieht recht gut also aus. ist Und das keine haben wir auch Gefahr jetzt. viele Okay. Vorteile. Ja. Cool. Nächste Frage, die ich vorab per Mail gekriegt habe. Siehst du eventuell auch Chancen in der jetzigen Krise für den Handballclub Leipzig? Also ich denke, unser Vorteil, wir haben mehrere Vorteile. Einer sind diese unglaublich tollen Fans. Da sind wir einfach auch besser in Anführungsstrichen als andere Vereine, die uns weiterhin unterstützen. Und wenn es jetzt eben noch Monate weiter schlecht ist, dann werden die auch weiter uns immer noch unterstützen. Ich glaube, wir haben auch so ein bisschen diese gute Gelegenheit, dass wir eben noch so ein recht kleiner Verein dennoch sind. Wir konnten jetzt kein Riesenbudget verlieren, weil wir kein Riesenbudget haben. Unsere Mädels haben auf Geld verzichtet. Andere Vereine haben das Problem, die haben teure Verträge und die müssen die auf Kurzarbeit setzen. Wenn die keine Kurzarbeit haben, dürfen die nicht trainieren. Bei uns dürfen wir aber trainieren. Na, bei uns trainieren die eben schon wieder, dass wir da schon ein bisschen vorneweg gehen können. Und die Stadt, also na, wir haben ja Hallen jetzt zur Verfügung, das geht ja jetzt wieder. Die Bedingungen sind weiterhin super. Ich denke, dass es uns da sogar recht wenig getroffen hat. Okay. Sag mal, auch Ausblick auf die nächste Saison, wie können denn Fans teilhaben oder euch auch zukünftig mit Saisonstart unterstützen? Es ist immer ein Thema, immer über das Geld zu reden, aber natürlich braucht man immer noch Geld und dann können uns die Fans, die konnten uns jetzt spenden, quasi, wie sie es über die Aktion gemacht haben. Es gibt jetzt auch schon ein paar, die Mitgliedschaften bei uns abschließen. Da kommt auch ein gewisser Beitrag mit rein übers Jahr. Und es gibt, wie gesagt, was wir vorhin schon mal hatten, es gibt auch wirklich welche, die schreiben die E-Mail und sagen, hey Fabian, ich würde euch gern helfen. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, dass man eben zum Beispiel beim Aufbauteam mitmacht oder dass man sagt, einer kümmert sich ein bisschen um die Homepage oder einer will Schiedsrichter werden. Also es gibt wirklich ein paar, die uns helfen können und da brauchen wir immer sehr gerne Hilfe. Die nehmen wir auch gerne an. Wir gucken immer, ob es was gibt. Man muss ab der nächsten Saison bei der zweiten Bundesliga und erst muss ich ja sowieso so einen Scout bezahlen quasi, der extra noch oben rum sitzt und jedes Spiel, also jedes Tor drauf drückt und jeden Assist drauf drückt. Das ist im Endeffekt so für Sportwetten in die Richtung, aber jeder Verein ist verpflichtet quasi sich darum zu kümmern, dass es da welche gibt. Und da gab es auch schon welche, die sich quasi dann bei uns gemeldet haben, die sagen, pass auf, ich mache das für euch. Da gibt es schon ein paar coole Fans, die uns da helfen. Also, Aber wer ich jetzt weiß irgendwie vielleicht zuschaut und sagt, da habe ich Bock drauf, das eine oder andere euch unter die Arme zu greifen, einfach mal eine E-Mail an eure Geschäftsstelle oder an dich schicken und dann Also es gibt direkten schon ein Kontakt paar und also aufnehmen. helfen ist super, finanziell helfen ist super, Erfahrungen weitergeben hilft uns genauso, ne? Kontakte helfen uns. Wir wollen auch gerne noch eine Saisonabschlussfeier machen. Keiner weiß, wie die jetzt stattfinden kann, aber zumindest sind wir das denen schuldig, die jetzt gerade ausscheiden. Wir haben ja auch 3 Spielerinnen, die uns verlassen, plus 2 Trainer, die uns verlassen. Wir machen immer so eine jährliche Trikotversteigerung, wo wir jetzt gucken müssen, wie man es eben macht zurzeit. Schön wäre es, wir würden mit den Fans gemeinsam nochmal feiern können, aber das ist eure Sache als Politik. Na, das entscheidet ja tatsächlich in der Regel der Freistaat Sachsen bzw. die Landesregierung, was geht und was nicht geht. Aber wobei jetzt ja so Feiern in bestimmten Rahmen sind ja schon fast wieder möglich. Aber wenn alle Fans kommen, reicht wahrscheinlich die Zahl noch nicht aus. Alle Fans kriegt man nicht hin. Nee. Also, wir sind davon ausgegangen, dass vielleicht 150, 200 werden da bestimmt kommen. So war das die letzten Jahre immer. Ja. Und dann wäre das die Variante. Ja, Aber. zumal, wenn die jetzt ausgehungert sind, weil sie lange ihre Spielerinnen nicht gesehen haben und Handball nicht greifen konnten, dann vielleicht auch noch ein paar mehr kommen. Glaube, wir haben ganz viele, gerade was jetzt dieses Feedback über die Videos war, ganz viele, die dort einfach loslegen wollen. Ja. Ja. In Ich die habe jetzt noch. Geschäftsstelle kommen wieder welche Ja. ab und zu. Entschuldige. Nee, Ja. alles gut. Die einfach auch mal auch einfach bloß uns sehen wollen. Also Herr Holz sitzt mir so gegenüber meistens, Vizepräsident für Sport. Und ich, die einfach kommen, ach, wir wollten bloß mal quatschen. Ja, also die vermissen ja selbst uns und die Mädels noch mehr. Nachvollziehbar. Ich habe jetzt noch eine Frage reingekriegt. Wie ist denn, wenn man zum Auswärtsspiel mal als Fan mitfahren will? Wie funktioniert sowas technisch? Also unsere Supporter, die organisieren meistens so einen großen Fanbus oder so kleine Busse. Aber das läuft quasi alles autark über den Fanclub quasi, über Stefan Knospe heißt der gute Mann. Den Kontakt könnte ich auch weitergeben, wenn er jemand Fragen hat, eben an uns einfach schreiben. Also Und wieder dann ist E-Mail es an so, mich dass schicken. ich. Bitte?
euch einfach eine E-Mail schicken und ihr würdet dann genau weiterhelfen können. Okay? Ich leite weiter, aber viele fahren doch wirklich einfach gemeinsam in ihren Autos. Also auch auswärts haben wir immer tolle Unterstützung. Leider fällt das Halle-Spiel weg, das wäre noch eine kurze Fahrt gewesen, weil die aufgestiegen sind. Aber also da haben wir auch super Unterstützung und dann findet sich meistens eine Lösung. Also ich kann aus eigener Erfahrung, ich war damals, als ihr noch erste Liga gespielt hattet, mal in Buxtehude und einmal auch zu einem Auswärtsspiel Champions League in Wien mit. Das war eine Stimmung und haben dort damals die Mädels da, Hypo Niederösterreich, aus der eigenen Halle dort gefickt. Das war schon, waren da glaube ich 50 oder 55 Fans mit und waren viel lauter als die. Also ich kann da nur jeden, der die Frage hat, ermutigen und ermuntern, mal auf eurer Homepage zu schauen, beziehungsweise auch euch eine Mail zu schicken und dann auch mal sich den Ruck zu geben, gegebenenfalls selber hinzufahren oder mit dem versuchen mit dem Fanbus, das ist ja nochmal ein extra Erlebnis damit. Ja, die machen ja eigenes Fest dann manchmal danach. Wenn es was zu feiern gibt, umso mehr ist ja klar. Ja, vielleicht hast du noch mit so Blick langsam, um zu aus zum, zum, zur Schlussrunde zu kommen, Fabian, Wünsche, die du sagst, meine, kann einen Teil ja weitertragen an Bundespolitik oder an Kommunalpolitik? Also ich habe mit Adam ja schon gesprochen, da war dieses Thema, was uns so verwundert hat, die Stadt schreibt uns eine E-Mail, da stehen als Empfehlungen drin, wir dürfen auch mal den Abstand weglassen, wenn es sein muss. Und in der Regel steht, wir dürfen keinen Kontakt haben. Das war so verwirrend, aber das habe ich dann heute endgültig geklärt. Das habe ich, also hat mir Adam schon geholfen. Das hat gut funktioniert. Dann war immer noch die Frage, also wir waren beim Herrn Rosenthal, wo er gesagt hat, pass auf, wir würden euch gerne finanziell unterstützen. Und dann gab es eben der LSB, die gesagt haben, wir machen was. Und dann gab es das Land, die gesagt haben, wir geben euch Geld. Und da kam eben bis jetzt kein Cent, weil es uns zu gut geht. Ich weiß nicht, ob man trotzdem diesen Ausfall, ob es da irgendwie eine Entschädigung gibt. Bis jetzt war immer das Problem, man muss überleben, dafür gibt es nichts. Für den Ausfall gibt es halt nichts. Aber ja, wir müssen sonst so gucken, wie es weitergeht. Okay, also wie gesagt, jederzeit offenes Ohr. Und wir haben ja auch im Sportausschuss, im Stadtrat immer parteiübergreifend engagiert uns mit den anderen Fraktionen, gerade wenn es um den HCL ging, in unterschiedlichen Situationen. Jetzt wären wir langsam so an dem Punkt, Fabian. Meine Gäste haben immer die Möglichkeit, so den Schlussakkord, das Schlusswort, die Schlusswünsche oder die Aufforderung an die Social-Media-Welt da draußen zu richten. Jetzt schon? Okay. Also erstmal möchte ich mich bei euch bedanken, dass wir die Chance gehabt haben. Ich bin quasi eingesprungen jetzt, weil der neue Präsident heute keine Zeit hat. Wir bedanken uns dafür, dass wir überhaupt diesen Auftritt haben dürfen. Dazu, liebe Fans, liebe Zuhörer, liebe Wähler, liebe Politikinteressierten, wir würden uns sehr freuen, wenn einfach ihr generell dem Handball einfach treu bleibt oder mal als neuen Sport entdeckt. Es gibt eben noch mehr als Fußball, noch viele andere tolle Sportarten und da hilft es auch jedem Handballer, hilft es, wenn man einfach bloß mal in die Halle kommt und mal zuguckt. Da muss man eben mal Geld bezahlen, da kann man auch bei kleinen Kindern zugucken. Wenn der Handball populärer wird, dann wäre das für uns alle eine ganz tolle Sache. Wenn man dann noch mehr Sympathisant vom HCL ist, dann haben wir ja vorhin drüber gesprochen, sehr gerne bei uns melden. Da gibt es da Möglichkeiten viele, um uns zu helfen. Ich finde es cool, also wie gesagt, ich war auch in der Sportjugend noch vor kurzem, dass sich die Politik wirklich auch mit solchen Dingen beschäftigt. Wir sind jetzt eben kein Millionenbudgetverein oder ein Unternehmen, sondern dass sich trotzdem damit beschäftigt wird. Das ist auch ein großes Dank einfach an den gesamten Sportausschuss, auch an die Stadt überhaupt, die uns ja trotzdem auch helfen. Also das über viele Jahre wird uns ja geholfen. Sonst könnte ich jetzt auch meinen Job gar nicht machen. Das ist eine ganz coole Sache. Wir hätten 150 Spielerinnen, die nicht spielen könnten im Nachwuchs. Da herzlichen Dank und ich hoffe, dass es so weitergeht und dass es möglichst bald auch wieder funktioniert. Ja, ich will mich, Fabian, auch bei dir bedanken, dass du relativ spontan für euren Präsidenten heute eingesprungen bist und uns ein Stück weit Einblick in deine Arbeit beim Handballclub Leipzig gegeben hast. Ich wünsche den Spielerinnen und Spielern dir natürlich als Trainer eine verletzungsfreie Vorbereitungszeit, insbesondere für die Spielerinnen. Gutes Gelingen, was dann auch die Saisonvorbereitung betrifft, dann auch in hoffentlich gemeinsamen Saisonstart. Und ich kann nur alle
Zuschauerinnen und Zuschauer ermuntern, wer vielleicht jetzt Lust gekriegt hat, den Handballclub Leipzig ein Stück weit näher kennenzulernen. Einfach mal dann ab 6.9., wenn die Saison wieder startet, kann man sich dann die erste Mannschaft anschauen, mal zu einem Heimspiel in die Halle zu kommen, aber auch die Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspiele sich anzusehen. Auch das ist mindestens genauso erlebnisreich. Also gerade so die Nachwuchs ab C-Jugend ist schon spannend zuzuschauen, auch die kleineren logischerweise. Also ich kann nur jeden ermuntern, einfach mal hinzugehen, zuzuschauen. Wer noch Fragen im Nachgang unserer heutigen Sendung hat, kann das gerne tun per Kommentarfunktion, kann mir eine E-Mail schicken, kann auch an den Fabian eine E-Mail schicken, wenn noch irgendwie Fragen offen sind, die insbesondere den Handballclub betreffen. Ich bedanke mich bei euch, bei Ihnen, dass Sie uns heute zugeschaut haben und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier auf dem Kanal. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao.